So, der Solo bei Neo. Weiter geht's. Immer noch nasse Füße und ein dummes Gesicht. Es hat sich nicht wirklich viel geändert am ersten Samurai des Westens. Der Ire, der rüberkommt und nicht meine Fahne hat. Ich weiß gar nicht, was ab. Also ich meine keine Fahne zum Wedeln, so eine weiße Fahne, wie Frankreich sie benutzt zum Beispiel. Sondern wie auch immer. Wir sind immer noch am Ozean, der scheinbar heftig am Tosen ist. Könnt ihr ihn hören im Hintergrund? Hä, leise. Es klingt ein bisschen wie ein Luftbefeuchter. Ich würde sagen, es wird wieder Zeit, in meinen Muschelhorn zu blasen. Auf eine epische neue Folge. Wir gucken, wie es hier weitergeht, bevor wir losrennen und Yokai und alles andere schnetzeln, was mir vors Schwert kommt. Lass mal ganz kurz hier reinschauen, denn ich würde sagen, wir erlernen wieder ein paar Fähigkeiten. Ich habe 35 Fähigkeitenpunkte, die ich vielleicht mal einsetzen kann. Unbeugsamer Geist. Wenn dein Leben auf... Ja, genau. Nein, ich gucke, dass mein Leben nicht unter 30% fällt. Deswegen muss ich das erstmal gar nicht leveln. Das habe ich schon. Das kann ich noch nicht machen. Okay. Auch noch nicht machen. Hier hatten wir die Möglichkeit, Dreieck gedrückt zu halten, wenn die lebende Waffe aktiv ist, um allen Feinden in der Nähe einen schnellen Hieb zu versetzen. Wenn ich jemals dran denken sollte, die lebende Waffe einzusetzen wieder, ist manchmal nicht so einfach. Wenn du am Eifer des Gefechts bist und lieber mit einem Strohhalm kämpfst, als dran zu denken, dass du einen brennenden Wolf in der Tasche hast. Ja, mein Gott, Fähigkeit der hohen Haltung aktiviert sich, wenn du volles Ki vor einem Ki-Impuls erhältst. Ah, okay. Das ist eine coole Idee. Volles Ki vom Ki-Impuls. Erhöht den Schaden des nächsten Angriffs. Gefällt mir auf jeden Fall. Das ist hier auch Fähigkeit der hohen Haltung. Erlaubt beim Ausweichen Ki-Pulse zu benutzen. Oh shit, beim Ausweichen. Okay. Okay, das klingt interessant. Mittelhaltung. Ja, im Prinzip genau das gleiche hier. Das kann man noch nicht machen. Parierst den Angriff deines Gegners. Ja, parieren, da bin ich nicht so wirklich heftig dabei. Fähigkeit der Tiefen- oder Mittelhaltung. Mal schauen, wie machen wir das? Durchbrechen und zu Boden stoßen? Durch pure Willenskraft oder muss ich meine Männlichkeit einsetzen? Ich glaube, ich muss meine Männlichkeit einsetzen. Deswegen lass mal gucken, was wir damit anfangen können. Tiefe Haltung folgt auf einen Combo-Angriff. Du trittst deinen Gegner in die Luft, bringst ihn mit einem Schwertschlag wieder zu Devil May Cry-Style? Naja, fast. Nicht so ganz, aber klingt auf jeden Fall spaßig. Nach oben und X am Ende einer Combo, wenn ich in einer niedrigen Haltung bin, okay? Ich muss mal gucken, wann ich eine Combo in der niedrigen Haltung zu Ende bringe und dann noch dran denken, das einzusetzen. Gucken wir mal, wann es das erste Mal soweit ist. Katana, Speer, Axt, Kusarigama, haben wir nichts Neues. Ninja haben wir was. Onmyo Magie haben wir leider gerade nichts. Aber ich habe noch genug Locken, an denen ich lutschen kann. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal weiter. Wie gesagt, noch nicht alle Punkte verteilt. Ich werde es zwischen den Folgen mal wieder machen. Ich dachte mir nur, wir gucken mal. Halt, halt! Ich habe da noch ein Untermenü gefunden. Wir sind doch noch nicht ganz fertig. Wo war denn hier? Nein? Ja, genau. Rufzusammenfassung. Scheinbar kriege ich für meinen Ruf was. Ist mir bisher noch nicht wirklich aufgefallen. Kannst du reinpacken. Bist du sicher, dass du Rufpunkte ausgeben willst, um den gewählten Bonus zu erhalten? Nachdem du den Bonus erhalten hast, wird er in der Liste durch einen anderen Bonus ersetzt. Ja, lass mal machen. Kannst du Yokai-Schutz machen. Glück zum Beispiel. Nahkampfschaden bei Yokai 0,5% ist nicht viel, aber es ist besser als nichts. Amrita Bilanz. Naja, why not? Brauchst du eh immer mehr davon. Haltbarkeit belebter Waffen. Lässt die Anzeige der belebten Waffen langsamer abnehmen, wenn du... Mit einer belebten Waffe Schaden erleidet. Moment mal, was? Ich muss auf die Schnauze kriegen, dass es was bringt. Okay. Hier geht's auch noch weiter mit Ungio. Agio und Ungio, die beiden hässlichen Zwillinge, die keiner so wirklich mag. Die hat man in den Brunnen geworfen, glaube ich. Erst dann irgendwann wie auch immer. Ungio und Agio. Gibt's noch Yokai-Schutz? Nimm ich mit. Ungio Magiekraft. Kann ich mal machen. Oh, Nahkampfschaden beim Menschen. Kann ich mal machen, wenn ich dann wirklich ein bisschen Onmyo-Magie gelernt habe. Elixier-Effekt auf die Lebensregeneration. Ah, okay. Auf jeden Fall. Ist nicht viel, aber die hat eine Goldmenge. Ich glaube, Gold ist weniger das Problem. Gold ist wirklich weniger das Problem. Ninjutsu ist halt auch so ein Ding, was ich nicht wirklich benutzt bisher. Gegenstandsbilanz. Ja, komm, gib mir einen Fallschaden. Das ist noch das Interessanteste von dir. Oh, shit. Jawohl. Ki. Noch mehr Durchbruchschutz. Mehr Nahkampfschaden bei Menschen. Okay.
Jetzt hat er Fallschaden. Von mir aus. Glück. Ich meine, hat auch was mit der Drop Rate zu tun. Na, komm, Schaden, die okay, das ist nice. Und immer so ein bisschen Glück ist nie schlecht, Leben dazu kriegen. Noch mehr Glück. Why not? Wir haben so viele Punkte, weil ich nichts davon ausgegeben habe. Weil ich bis vor dieser Folge nicht mehr wusste, dass dieses Menü existiert. Gerade rumgeklickt, dachte mir, ja, ziehst mal andere Hosen an. Was ist eigentlich das? Was? Was? Okay. Ja, damit. Dachte ich mir, das machen wir zusammen, dass ihr auch mal seht, was es hier für 1000 Untermenüs gibt. Haltbarkeit belebter Waffen. Yokai-Schutz ist schon geil. Noch mehr Nahkampfschaden bei Yokai. Reduzierter Elementarschaden. Achso. Das heißt, ich brenne kürzer. Das finde ich gut. Ein bisschen mehr reduzierter Elementarschaden. Und ich mache mehr Nahkampfschaden bei den Yokai. Okay, das war es erstmal aus der Ecke. Da gibt es sicherlich noch ein paar im anderen. Ich lasse mal was übrig, damit ich mich für später freuen kann, noch mehr Zeug zu haben. Also ganz ehrlich, ohne die ganzen Untermenüs wirklich gesehen zu haben vorher und drin rumgeklickt zu haben, Zeug gelevelt zu haben, seht ihr, ich bin doch recht gut durchgekommen. Aber man kann es noch einfacher haben, wenn man sich nur mit dem ganzen Scheiß befasst. Aber das Kampfsystem macht so viel Spaß, da ich echt keine Zeit verbringen will, eigentlich großartig Menüs rumzuklicken, sondern ich will prügeln und Action haben. Oder Hammer. Ja, vielleicht nicht jetzt. So ein Schwert draufhauen. Leg dich hin. Okay. Ich dachte, er steht wieder auf, aber irgendwie. Ein bisschen sauber machen hier, Mann. Ist ja eklig. Bei mega wenig Platz hier zu kämpfen. Okay. So viel dazu. Schmeiß mich bitte nicht runter. Ich kann nicht schwimmen mit dem ganzen Scheiß in der Tasche. Das musst du doch verstehen. Ich meine, gut, selbst wenn du es verstehst, interessiert es dich wahrscheinlich nicht. Da hätte ich vorher drüber nachdenken sollen. Okay, da ist nochmal irgendwie eine Hüter der Flamme. Da drüben ist irgendwie. Ist das gerade angegangen? Brennt es die ganze Zeit schon? Ich glaube, da brennt es die ganze Zeit schon. Was ist das Einzige? Ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn ich oben auf dem Dach so mega viel vergessen habe, weil das kam mir so wenig vor. Einmal drum rumgelaufen und da war irgendwie nicht so arg viel. Ein paar Gegner, ein paar Items. Okay, hier könnte ich direkt hier runter droppen auf ihn. Komme ich da an eine neue Ecke? Ich meine, da komme ich zumindest da nach hinten, wo es am Brennen ist. Markiert Feuer meinen Weg? Hätte ich einen Schlauch mitbringen sollen? Keine Frames auf die Entfernung, Mann. Wieder hinstolziert. Wie so ein Pavian, den du zum ersten Mal Stilettos anziehst. Was ist schlimmer? Ein Pavian, den man zum ersten Mal Stilettos anzieht oder ein Pavian, der es gewohnt ist, dass ihm Stilettos angezogen werden? Das ist beides irgendwie ziemlich traurig. Keine gute Zeit für ein Pavian. So viel steht fest. Kayakudama. Wenigstens mal was Sinnvolles. Ganz anderen Leuten ins Gesicht werfen. Ah, da ist der große Kollege mit seiner Axt. Hier war ich unten. Da war auch nicht wirklich viel. Ich kann dem Typen auf den Kopf springen, wenn es sein muss. Was heißt, wenn es sein muss? Ist nicht so, als wenn es keinen Spaß machen würde. Oh, fuck! Scheiße. Der Typ von hinten hat mich gerade so abgelenkt. Dass ich natürlich aufgehört habe zu blocken, ist ganz klar. Lass deine Deckung fallen, Junge. Lauf weg wie ein kleines Mädchen. Nicht, dass kleine Mädchen immer weglaufen würden. Aber kleine Mädchen laufen auch weg. Ich hätte auch sagen können, lauf weg wie ein Pinguin. Das wäre aber nicht so sinnvoll gewesen, weil Pinguine watscheln. Und dann wäre ich noch schneller gestorben. Okay. Machen wir da einmal drumrum nochmal und den Scheiß mitnehmen, den ich gerade verloren habe. Das war, glaube ich, nicht so wenig. Wie 30.000. Zumindest mal ein Level, den ich gerne machen würde und nicht auf dem Boden liegen lassen will. Verdammter Sperrkämpfer, Mann. Die wissen schon, warum sie dich aufs Dach geschickt haben. Siehst du, keiner will dich in seiner Nähe haben. Keiner will dich in seiner Nähe haben. Bob, du nimmst den Vordereingang. Freddy, gehst nach hinten. Du gehst aufs Dach. Aber warum? Geh aufs Dach, Mann. Mit deinem Speer. Komm nicht wieder. Schau nicht zurück.
Es sieht nur so aus, als wenn wir Kaffee trinken würden und uns amüsieren. Versicher dir, wir sind genauso schwer beschäftigt wie du auf dem Dach. Wahrscheinlich seine Nebenaufgabe noch, Tauben davon abzuhalten, auf den Schrein zu scheißen. Oh, okay, stimmt, er macht drei. Dann macht er drei. Weil wenn er die ganze Zeit macht, ist halt auch easy. Die ist halt kommen, von weitem. Hatte der was? Ich glaube. Glaube, ich habe ihn schon ausgenommen. Oh, Kodama Mama, was geht? In der Ecke versteckt er sich. Was genau machst du da? Rauchen, ne? Ja, dachte ich mir. Dachtest du, ich sehe es nicht, Mann. Digga, du bist grün angelaufen. Das kann nicht gesund sein. Hier die Nase wegballern. Schön wär's. Wie gesagt, auch dieses Mal gehen wir am besten hier nach hinten. Ich denke, das ist platzmäßig angenehm für mich. Oh, shit. Siehst du, genau deswegen. Was wäre, wenn da jetzt Haie gewesen wären? Abgesehen davon, dass du gelacht hättest. Irgendwie mag er es nicht. Nein, das ist der Pfad des Feindes. Da gehe ich nicht durch. Ach, schade. Aufs Dach gehen und irgendwie drauf droppen. Oh, shit. Das war ein... Ach, die... Kurzer Angriff. Dachte ich, das ist die lange Kombo, wo er total ausrastet, aber er hat es irgendwie kurz gehalten. Hier gibt es eigentlich gar nichts. Glitzert da irgendwas? Das ist eine Falle. Ich weiß auch nicht. Verdammt, das wundert mich. Ich bin halt hier durchgelaufen, kämpfe mich durch einen Haufen Gegner und dann ist hier halt gar nichts. Hier ist nichts. Ich kann da runter droppen und dann ist da halt nichts. Herzlichen Glückwunsch. Scheint mir irgendwie nicht so ganz richtig zu sein. Hier gibt es bestimmt eine andere Möglichkeit, weiterzukommen. Vielleicht an einer sinnvollen Stelle runter zu droppen. Ah, fuck. Ah. Komm schon. Schon wieder von dem Kollegen. Da ein Brenz. Da habe ich auf jeden Fall schon das Feuer angemacht. Ich weiß aber noch nicht genau, was die Fackeln zu bedeuten haben. Ich kann meine Waffe nicht dran anzünden und dunkel ist es eigentlich auch nicht wirklich. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Läuft ein Pudding rum. Ugh. Mit Puddingbeine bekommt man das nie gut. Das ist nie gut. Es gibt kein Szenario, in dem Pudding mit Beinen eine positive Option ist, bei der du sagst, oh shit, daran habe ich nie gedacht. Gut, dass er da ist. Warum? Okay, kann man auch nicht runterdroppen. Also hier kann man runterdroppen. Aber es bringt mir nicht wirklich arg viel. Ich hab garantiert wieder irgendwas vergessen. Aber ich gehe zurück an den Schrein und guck mal die Tür an, wo es da in die Richtung Lagerfeuer geht. Keine Ahnung, sitzt da ein Typ mit der Gitarre oder wer auch immer da auf mich wartet. Wir werden es schon sehen. Kann ich da einfach... Ja, natürlich. Drop it like it's hot. Direkt von der Decke. Salz. Okay. Ich hab jetzt nicht erwartet, dass da Salz drin rumliegt. Oh, fuck. Mr. Pudding Man. Seine Seifenblasen verschießt. Und danach sein Gehirn freigelegt. Oh Gott. Okay, da kannst du reinfallen, aber ich nicht, glaube ich. Kann ich da reinfallen? Ich hatte einen Haufen Glück, falls ich da reinfallen kann. Wettstein. Für einen Moment mehr Vertrautheit mit der Waffe. Ich weiß nicht, ob es über die Grenze rüber geht. Ich habe jetzt 750 von 750. Ob der Wettstein da noch... Oh, fuck, was bringen würde. Du bist ein Pisser. Wie er sicheln und Seifenblasen dabei hat. Was ist das für eine Kombo, Mann? Ich weiß nicht genau, was dein Publikum ist. Halt echt nur ein Stück Pudding. Er kann einem so auf die Nerven gehen. Oha. Jetzt komm schon. Okay. Auch Pudding hat Stamina. Scheinbar. Hallo? Ist da mehr davon drin? Oder ist das eine Kiste? Yay. Okay, Wassertopf und der Moment-Talisman. Das ist auch definitiv die Ecke, wo ich hin sollte. Das
Zumindest zeigt der Marker in die Richtung. Will ich da jetzt hin? Das ist die andere große Frage. Was warten da hinten noch für Sachen auf mich? Ich glaube, ich nehme mal ganz kurz ein Elixier, dann bevor ich in die Tür reingehe. Das sieht mir irgendwie... Damn! Okay. Und selbst ein normaler Pfeil ist... Ach so, der ist tot. Ich wollte gerade sagen, selbst ein normaler Pfeil killt ihn. Brauche nicht. Dankeschön. Behalte deinen Pfeil. Ach Gott, das ist so ein Ding. Von wegen, da glitzert was im Wasser. Das ist mein Tod. Siehst du den Leuchten, mein Sohn? Spring nicht in die Wellen. Okay, da brennt auch was. Ich habe einen ganzen Haufen angezündet. Nicht mal bösartig. Ich hab einen Feuerstein gekriegt. Was macht denn ein Feuerstein? Richtig, Feuer machen. Jo. Was ich denn da unten anvisieren? Du willst mich halt auch ins Grab bringen. Oh, schau mal, hier war ich noch nicht. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Yamabushi-Kleidung. Hakama. Hakama! Ich wollte es einfach mal so sagen. Einfach der Geschichte wegen. Aber ich habe mich gerade gefühlt, als wenn ich es genau so aussprechen muss. Geh da down. Wie so ein totes Ende. Ah, shit. Ist das der Schrein, den wir von ganz am Anfang gesehen haben? Der wie um die Ecke war? Ja, kein Scheiß. Okay, das ist nämlich der Schrein, von dem ich dachte, dass es der zweite Schrein ist, den wir dann irgendwann mal besuchen werden. Ich glaube, ich mache was in den Körper rein. Einfach nur ein bisschen Energie dazu zu kriegen. So sehr ich Speer auch hasse. Und so sehr es mir auch die Speerkämpfe erleichtern würde. Ich muss ein bisschen Health irgendwann benutzen. Das ist keine schlechte Idee. Mal ein bisschen Health zu leveln zwischendurch. Und da kommt man durch die verdammte Tür durch. Ha, okay, also in gewisser Weise war es doch so, wie ich dachte, nur diesmal nochmal von der anderen Seite. Doppelt gemoppelt, geh mir aus den Augen. Im wahrsten Sinne des Wortes, Mann. Spritz mir deinen Pudding nicht in die Augen, Mann, das ist uncool. The fuck, oh. Stimmt aber aus. Pok, pok. Ich für einen Moment dachte, es könnte klappen. Ich mache weiter. Mein Vater wäre stolz. Ja, 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 dein Vater wäre stolz auf dich. Mein Vater so ein Öko ist, der sagt, der Versuch zählt. Okay, aber ich meine, nach unseren Versuchen, nicht besser zu werden, ist halt... Was ist falsch bei dir? Was ist falsch bei dir eigentlich? Na, komm schon. Wie er halt wirklich kommt. Wie so ein Fifi. Ich treffe den Keypulse aber halt gerade auch nicht perfekt. Jetzt aber. Um ein bisschen sauber zu machen. Fuck. Geht er down. Was hat er denn dabei? Ah, Elixier. Geisteisenfragment. Und hier haben wir Yamabushi-Kleidung, Tiko. Die Yokai vor uns, okay, das ist eine Boss-Stage. Ich glaube, dann jogge ich nochmal zurück und jogge dann einfach an allen vorbei. 200 Hälfte reingehen. Hm. Kann man machen, muss man nicht unbedingt machen. Ah Gott! Die Gefahr von rechts. Diese allgegenwärtige, selbst im alten Japan, Mann. Und ich rede nicht von Hitler, Mann. Ich rede von Pudding mit Gehirn. Scary. So. Dann lass mal die Beine in die Hand nehmen. Und ich sagen, joggst du darüber. An dem Speerkämpfer vorbei. Der kann mich mal. Wobei, nein, kann er nicht. Soll ich Finger von mir lassen?
ganze Familienration. Umibozu. Oh, shit. Fängt direkt an, Zeug nach mir zu werfen. Was hast du denn? Kann ich an dem Ding meinen... Oh, damit kann ich meinen... Habe ich dafür die Fackeln angemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich verbrennt meine Waffe und das scheint gut zu sein gegen ihn hier. Oh. Ich weiß doch nicht... Er spuckte mir Schiffteile entgegen. Ich weiß doch nicht wirklich, was ich hier erwarten kann bei dem Gegner. Alter, der Schaden. 700 Feuerschaden. Ich habe mir doch gedacht, dass... du gegen Feuer anfällig bist, man, mit dem ganzen Feuerzeug, was ich hier krieg. Okay, ich glaube, schadenmäßig sind wir gut unterwegs. Immer schön auf die gelben Punkte schlagen, auch bei ihm gegen den Ausgleich über den kleinen. Wie ein hübsches Mädchen. Oder ein Wal. Free Willy hat das auch gemacht. Okay, das ist irgendwie ein relativ unkoordinierter Gegner, kann das sein? Halt irgendwie mit seinen Schoko-Tentakeln hier ein bisschen rumwählt. Oh, meine Waffe brennt nicht mehr. Das ist nicht gut. Oh, fuck! Wenn er plötzlich einer... Ich glaube, davon sollte ich nicht unbedingt getroffen werden. Wenn plötzlich einer ein Boot entgegenwirft. Was machst du da? Fuck! So ein Gesicht nehmen wie ein Mann. Ja, der Feuerschaden ist alles hier. Auf jeden Fall. Haut rein. Da kann man wirklich nur einmal seine Waffe scharf machen an so einem Ding. Und ganz ehrlich, der trifft mich auch nicht so wirklich. Nicht, dass ich böse bin. Das ist, glaube ich, keine Augen in seinem Kopf sind. Wenn es überhaupt sein Kopf ist. Das hat mir noch keiner beschädigt. Und scheiß einfach im Kreis laufen. Ah! Boote fangen. Klappt. Fuck. Umibozu, du solltest dir echt irgendwie was anderes überlegen. Ich meine nur, dass du nicht ganz so blöd dastehst vor deinen Puddingkindern. Warum nicht einfach mal mit der Schere des Mondlichts ausweichen oder wie auch immer das Ding hieß. Schere des Mondlichts. Sie ist garantiert nicht die Schere des Mondlichts. Oh, okay. Apropos neue Taktik. Ich glaube, da ist er gerade dazu übergegangen. Dann lass den hier mal die Waffe nochmal anzünden. Lass mal die Kleinen fertig machen. Hatte ich für eine gute Idee. Shit. Ich weiß nicht, ob er gefährlicher ist, wenn er jetzt hier an Land ist. Na, auf jeden Fall kann er mich schneller angreifen. Fuck. Ah, komm schon. Ich glaube nicht wirklich, dass er gefährlicher ist. Ich meine, ich war gerade abgelenkt. Irgendwie vom kleinen Pudding angegriffen wurde. Okay, das sollte ich nicht drinstehen, wenn er wieder komplett wird. Auch hier nicht unbedingt. Das sind halt so einige Attacken, wo er einfach seinen kompletten matschigen Körper auf mich wirft. Die sind irgendwie alle nicht so geil. Ja, ein, zwei Schläge und dann wieder rausgehen. Jetzt mit den Schiffen Marker. Das finde ich aber geil. Na komm schon. Zeig mir dein Spitzle. Oh fuck. So war es nicht gemeint. Jetzt aber. Kato! Let's do it! Ich weiß, du bist kein Pokémon, aber ich tue gern so, als wenn Kato mein Pokémon wäre. Zum Glück ist Kato Feuer. Ah, okay. Und natürlich, genau jetzt ist er weg. Ich glaube, ich muss die Dauer des kleinen Helferleins ein bisschen erhöhen. Okay, ich treffe ihn halt da unten irgendwie. Ich
Ich habe auch nichts mehr, mit dem ich Feuer mache. Ich meine, ich habe noch irgendwas. Im Inventar. Hätte ich gewusst, dass ich das brauche. Immer wieder ein bisschen mit der Lunte drauf. Vielleicht nicht so eine ganz schlechte Idee, da noch ein bisschen Schaden nebenbei zu machen. Ah, komm schon. Er ist schnell für den Pudding. Muss ich ihm lassen. Irgendwie fühlt sich's ohne Lockdown besser an zu spielen. Bei dem Gegner ist die Kamera dann irgendwie schnell mal ganz woanders, da wo du sie gar nicht haben willst. Ich mach einfach mal weiter mit dem, was ich gerade mache. Mal im Kreis laufen. Shit! Ah, zu spät rausgegangen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Okay, jetzt muss ich nebenbei gucken, ob ich irgendwie filtern. Nope! Nope, das klappt nicht. God damn it! Waren es direkt wieder. Das war deine eine Chance. Deine eine verdammte Chance, die du direkt genutzt hast, um zu erwischen, während ich noch nicht wirklich weiß, was zur Hölle eigentlich abgeht. Holy shit, ich habe gerade nicht wirklich gesehen, wo ich eigentlich hingehe. Zünd an. Geh wieder weg. Lass dich nicht treffen von dem Scheiß. Das ist nicht wirklich ein schwerer Gegner. Mal ganz ehrlich, sein vom Moveset her ziemlich vorhersehbar, relativ langsam. Aber hätte ich gewusst, was ich brauche. Ich hab mir gesagt, Digga, nimm ein Feuerzeug mit. Und hab's am besten gleich griffbereit. Dass du nicht in deiner Tasche rumwühlen musst während dem Kampf. Ich habe jetzt nämlich meine Feueramulette hier belegt. 17 Stück. Wir haben 17 Stück davon. Ein einziges hätte den Kampf vom ersten Mal beendet. Auf jeden Fall. Und der Kampf wird auch jetzt beendet. Auf jeden Fall. Die zweite Chance gebe ich ihm nicht. Sein Moveset. Ja, okay. Ich meine, sein Moveset ist nicht wirklich gefährlich. Man kann absolut sehen, was er macht. Die Waffe brennt nicht mehr. So eine Kacke. Da muss man einen richtigen Moment abwarten, bis ich dann das hier wieder anzünden kann. Ah, shit. Pisser und dann kriege ich mal Schaden rein. Obwohl ich genau gesehen habe, dass ich getroffen habe. Das ist ein bisschen Bullshit gewesen, aber okay. Wer jedes miese kleine Fitzelchen ausnutzen muss, um ansatzweise eine Chance zu haben gegen die verdammte Ameise mit dem Party-Peaker, mit dem brennenden Party-Peaker, so viel dazu. Und du hast mehr Angst vor Feuer als Frankensteins Monster. Fire bad! Ja, ja. Das ist richtig. Vor allem in deine Haare, du hast keine Haare. Vergiss, was ich gesagt habe. Du weißt nicht mehr, was Haare sind wahrscheinlich. Kriegst halt auch nicht mehr rein als ein Zweier-Kombo. Kannst du mal dein Maul wieder genauso weit aufreißen, einfach diesen komischen Energieblast nach vorne machen, da krieg ich schön zwei, drei Schläge rein. Richtig schöner Schaden von 700 oder so. Oh nein, er wirft halt mit Booten nach mir. So eine Scheiße musst du denken. Und dann macht das, wenn mein Feuer weg ist. Du Stück Scheiße von wackeligem Pudding. Ja, verzieh dich, ist besser. Shit. Na, ich kann das Feuer aufgehoben, wenn dann die kleinen Gegner kommen, dass ich die schnell ausschalten kann. Das meinte ich doch. Jawohl. Das sieht gleich ganz anders aus. Nochmal? Ah, schade. Ja, nochmal. Weil ich sollte mich wahrscheinlich nicht davon treffen lassen. Ich bin mir sicher, dass ich drauf gehe. Einfach zu platzen bringen, während sie auftauchen? Okay. Ob er sich anbietet, Mann, aber ich muss seine Kinder erschlagen. Das ist halt immer so ein Zwiespalt. Schlage ich jetzt zuerst seine Kinder oder boxe ihm ein, zweimal noch auf den Kopf zwischendurch? Oder wie machen wir es timingmäßig? Ah, shit! Okay. Ich glaube, ich sollte meine Waffe wieder anzünden. Ohne Feuer
kommen wir nicht so wirklich weit, haben wir im ersten Kampf gesehen. Brenne! Fuck! Nice. Macht auf jeden Fall auch gut Schaden. Alter! Das war knapp! Und jetzt erstmal außer Reichweite, bitte. Ein bisschen was von der guten Medizin. Ich glaube, die Waffe müssen wir gleich wieder anzünden. Oh, fuck, nicht jetzt! Wobei. Warum eigentlich nicht? Ich dachte für einen Moment, ich gehe drauf, aber das war timingmäßig. Das war timingmäßig gar nicht so schlecht. Okay. Das war, glaube ich, nicht wirklich verletzlich. Wenn ich sehen würde, ich glaube, da gehe ich mit einer Dreiecksattacke rein. Da musst du halt wirklich direkt daneben stehen, dass du da irgendwie getroffen wirst davon. Ich meine, ganz ehrlich, du siehst nicht aus wie eine Person, mit der ich kuscheln würde. Ja, immer schön auf die leuchtende Stelle. Das klappt bei den meisten Spielen. Wenn es die Schnürsenkel sind, ich würde so lange mit dem Hammer draufschlagen, bis du einen Hefter als Schuh benutzen kannst. Würde ich mich schlecht dabei fühlen. Nein, nein, nein. Nicht wirklich. Ja, ich weiß nicht. Phase 2 ist doch gar nicht so schlecht mit Lockern, muss ich gerade sagen. Also Phase 1 würde ich auf jeden Fall ohne Lockern spielen. Nur so als Empfehlung. Hat bei mir auf jeden Fall besser funktioniert. Aber jetzt hier, wenn er in der Mitte ist, wo du im Prinzip einfach drum rumlaufen kannst, gar nicht wirklich arg viel mehr ausweichen muss, warum auch nicht? Kannst du mal dein Ding hier runterbringen? Dankeschön. Jawoll, direkt nochmal hinterher. Ich kann auch Kombos von unten machen, also so ist er nicht. Warum auch nicht? Ist nicht so lang dauert hier am Ende noch. Und da geht er down, sag ich doch. Dieses Mal ist dein Ende gekommen, Mann. Zweite Chance kriegst du nicht. Der wilde Stier, Kabuto. Doppeltachi aus Mino, Hoshu Sadayoshi, Hinterhaltsrüstungkote, den ganzen Haufen Scheiße, den er gedroppt hat. Zeug, das du nicht mal selber tragen kannst. Du hast weder Beine noch wirklich einen Anspruch, modisch gekleidet zu sein, aber okay. Ich würde sagen, wir berühren das Licht und kehren erstmal zum Ausgangspunkt zurück. Es war genug Pudding für diese Folge. Mir reicht's erstmal. Knife Yasu-dono-wa. 西国の調略を進めておる。毛利では異国の者まで連れておったぞ。東国の守備はどうじゃ、大谷京子殿。信州真田はこちらにつきましょう。しかし、東国は今や徳川が本拠。多くの大名がすでに密約を結んでおりまする。三成殿も。 人気がないの。いやはや全く。いかにすればここまで嫌われることができましょう。ならば、物の分からぬ大名どもに今一度義を説こう。 また義を振りかざして敵を増やさぬといいが、家康殿には成功法では勝てぬ。わしと共に手を汚してくれんか、行部殿よ。もはやろくに目も見えず下法で生きておるに、今更正道を歩もうと 神仏の救いは受けられますまい。この者が太宰府に秘匿された五穀の霊石を見つけ、
こたびの戦で役立ててはと申しておりまする。わしらも異国の者に頼ると申すか。 Schau dir an, Mann, wie es ihn geil macht und sich berührt dabei. Deswegen trägt er auch nie ein Shirt. Da würden die Nippel so kratzen die ganze Zeit. Okay. Schauen wir mal, unsere gemeinsame Sache mit unserem Vogel-Cosplayer, was nicht wirklich gute Nachrichten sind. Aber okay, der Ozean toast wieder. Anjin, nicht wahr? Gute Arbeit. Ein Kobayakawa hält immer sein Wort. Ich werde die Murakami bitten, dein Schiff zu reparieren. Du kannst auch Fürst Ieyasu ausrichten, dass er auf unsere Hilfe zählen kann. Nun ja, sagen wir höchstwahrscheinlich. Der Mori-Clan ist schließlich groß, daher kann es etwas dauern, bis wir eine Einigung erzielt haben. Okay. Der Mission Der Weg des Ninja-Schüler wurde zum Dojo hinzugefügt. Mission in Zwielicht-Mission geändert. Yep, okay. Leute, ich würde sagen, wir hören mal erstmal einen kleinen Cut rein. Wie schon gesagt, ich habe erstmal genug von Pudding. Wir gucken beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Wir haben ein paar neue Missionen, die da am Rumblinken sind und wir können theoretisch weiter zur nächsten Region. Schauen wir, ob wir es machen oder ob wir noch ein paar Nebenmissionen machen. Freut euch auf eine neue spannende Folge Nio. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir einen Kommentar da. Bis dahin, haut rein.